Wir sind auf dem Weg zu einem Koalitionsausschuss, von dem wir uns erhoffen, dass es wie jedes Mal gute Ergebnisse gibt. Wir haben wichtige Dinge auf der Tagesordnung. Dazu gehört vor allem, dass wir ein sehr erfolgreiches Instrument für die Krisenbewältigung fortsetzen wollen. Das ist das Kurzarbeitsgeld. Wir wollen es auf 24 Monate verlängern. Wir wollen den vereinfachten Bezug und vor allen Dingen auch das höhere Kurzarbeitsgeld, was wir im Rahmen des Konjunkturpakets beschlossen haben, fortsetzen. Ich glaube, dass wir gute Voraussetzungen haben, dass das auch der Koalitionspartner mitträgt. Es wäre ein ganz wichtiges Signal für die Wirtschaft und vor allen Dingen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Unternehmen. Ja, und weil tatsächlich Corona nicht vorbei ist, haben wir vor, auch weitere Maßnahmen, die befristet bisher nur verabredet worden sind, nochmal zu verlängern. Da geht es um Soforthilfen, da geht es um den erleichterten Zugang zur Grundsicherung und Ähnliches mehr. Auch die Schulen müssen gewärtigen, dass Corona nicht vorbei ist, dass es jetzt darum geht, wieder möglichst viel Präsenzunterricht anzubieten, um eben Schule auch gerecht und für alle möglich zu machen, gute Bildung für alle möglich zu machen, keinen Corona-Jahrgang zu produzieren. Und deswegen wollen wir, nachdem Frau Merkel und ich und einige KultusministerInnen sich in den vergangenen Wochen ja verabredet haben auf bestimmte Vorhaben, die Sie in Teilen kennen, jetzt heute auch im Koalitionsausschuss dazu sozusagen das Go uns holen, damit wir loslegen können mit Endgeräten für Lehrkräfte, mit auch Konzepten für die Hygiene nochmal, die Unterstützung bei den Hygienefragen, aber eben auch digitale Unterrichtskonzepte, die sowohl jetzt in Zeiten von Corona wirksam werden, als vor allem auch darüber hinaus. Denn wir haben 2020 und es ist Zeit.